Guten Morgen, ihr Lieben. Und es ist unglaublich früh. Ja, 10 Uhr. Also unglaublich früh für unsere... Für Ettes Verhältnisse. Und für unsere, wir gehen mit den Hunden. Genau. Verhältnissen. Weil heute ist der Tag der Tage. Ich habe es angekündigt. Ich habe ein geiles Interview am Start. Und ich konnte es bis jetzt noch nicht fix sagen. Aber jetzt. Nein. Natürlich nicht. Erst wenn wir es im Sack haben. Wenn wir es im Sack haben. Aber es findet heute auf jeden Fall statt um 15 Uhr. Ich darf nicht sagen, wo. Ich darf noch nicht sagen, mit wem. Aber es wird auf jeden Fall toll. Und ich habe heute Morgen schon das nächste Interview angefragt, was mir auch schon bestätigt wurde. Das findet im August statt mit jemand anders. Auch eine spannende Person. Aber heute, ich freue mich auf jeden Fall total darauf. Und weil es jetzt wirklich der Sommer auch in NRW angekommen ist, im Wuppertal, haben wir gesagt, wir gehen jetzt heute Morgen früh verhältnismäßig mit den Hunden spazieren. Wir haben 10.04 Uhr und normalerweise Lola ist um die Zeit noch sehr schlaftrunken. Ja. Aber jetzt haben wir gesagt, wir gehen. Kinder kommen nicht nach anderen Leuten. Ja. Also, kommen nicht nach anderen Leuten. Also ich bin schon sehr früh heute Morgen wieder auf gewesen. Das heißt, wir gehen jetzt hier eine schöne Runde mit den Hunden spazieren, kaufen uns dann noch was bei unserem Metzger für den Grillen, Für später. Heute Abend. Und dann geht's los zum Interview. Ich freue mich. Ja, ich auch. Hat man gar nicht. Ja, das ist jetzt schon Weitwinkel. Also, Conny und ich tauschen uns ja regelmäßig darüber auf, wo wir mit unserem Angebot eigentlich hin möchten. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir unsere Zielgruppe eigentlich noch mal besser definieren müssen. Ja, nee. Also, das wussten wir eigentlich schon. Aber ja, wir haben jetzt noch eine kleine Anpassung in der Frage des Alters gemacht. Ganz genau. In unserem Alter. Also genau, ja, sagen wir mal so alles ab 35 aufwärts. Also so die typischen... Nicht, dass wir 35 sind. Nein, aber, ne? Aber das sind so die typischen Klienten, die zu mir kommen und sagen, ich möchte jetzt einfach mal was anderes machen. Und ja, weil uns das ja am nächsten liegt. Ne? Also ein bisschen jünger als wir, ein bisschen älter als wir. Wir sind jetzt Anfang, Mitte 40. Naja, auch ein bisschen Ende 40 ich jetzt. Und ja, das liegt uns einfach, ne? Ein paar Jahre drunter, ein paar Jahre drüber. Und ich finde, Veränderung ist ja jetzt allen Ernstes auch keine Frage des Alters. Ja, also ob ich jetzt 17 bin und mir generell mal überlege, was ich so machen will in meinem Leben. Oder ob ich 53 bin und denke, das war es jetzt irgendwie noch nicht, ich muss mal was anderes machen jetzt. Da finde ich, da sind wir gut gerüstet. Ich denke auch. Und das ist auch einfach die Erfahrung, die ich aus meiner Coaching-Praxis habe, dass also immer mehr Menschen ab Mitte 30 sich mit diesem Thema beschäftigen, weil es einfach auch gerade eine gesellschaftliche Entwicklung ist. Ne? Ja, und ich sag mal, wie viele gibt es, die jetzt schon dachten, sie haben es jetzt irgendwie alles gesettelt, verheiratet, zwei Kinder, Haus, Kombi. Und wachen eines Morgens auf und stellen fest, das ist es doch nicht. Ja, oder wachen eines Tages auf und stellen fest, der andere wollte das doch nicht. Und dann steht man plötzlich da mit zwei Kindern und Kombi. Oder der Job ist plötzlich weg. Ja, oder der andere hat die beiden Kinder und man muss sich überlegen, was mache ich denn jetzt? Und so toll finde ich das alles gar nicht. Und irgendwie ändert sich alles, ohne dass man ja im Grunde da Einfluss drauf hatte. Oder ganz dramatisch, das ist uns selber ja auch schon passiert, plötzlich stirbt jemand und man stellt sich einfach nochmal die Frage. Ne? Ja, oder wie ist denn das, wenn ich jetzt heute auf mein Leben zurückblicke, ist es das Leben, was ich leben wollte? Ne? Genau, oder man hat eine Krankheit und dann vielleicht Glück gehabt und ist wieder gesund. Dann stellt man sich auch die Frage, war es das jetzt so, wie ich das wollte? Genau, also wir möchten auf jeden Fall alle Menschen motivieren, mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Und zu gucken, ist es das Leben, was ich leben möchte. Und da möchten wir euch gerne Hilfestellung zu geben. Zu dem tollen Interview. Gerade habe ich jetzt noch eine Telefonkonferenz für ein Projekt gemacht, wo ich im September einen zweitägigen Workshop in Berlin machen werde. Ein bisschen Papierkram gemacht. Und Conny ist jetzt auch parat, weil heute kommt Conny mit, weil Conny heute filmt. Das ist quasi mein Backup. Dem Anlass entsprechend sozusagen. Dem Anlass. Und jetzt können wir sagen, wo wir hinfahren, ne? Nein! Immer noch nicht. Darf es nicht sagen. Ist das denn doll? Mach doch einfach das Video gleich rein und dann ist gut, da weiß es auch jeder.
Okay. Also das wird hier das Making-of-Video und dann nachher das Richtige. Genau. Und wir freuen uns so. Ja. Sagen dürfte, ich bleib im Auto. Da ist sie, da ist sie. Aber man wird hier direkt beliebäugelt, nur weil man eine Kamera in der Hand hat. Sie wollen doch hier wohl nicht wirklich aufnehmen, ne? Genau, wir haben aber gedacht, wir wollen uns mal filmen. So, und da ist jetzt unser Geheimnis. Da ist sie. Genau. Hallo. So, Interview gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir haben Spaß und das Video gibt es erst in den nächsten Tagen, das Interview. Es war auf jeden Fall super spannend, super spontan. Bin da auch sehr dankbar und bin schon auf das Ergebnis gespannt. Und jetzt geht's wieder zurück nach Wuppertal. Seid froh, dass ihr da draußen seid. Hier sind ungefähr 85 Grad im Auto. Finnische Sauna. Naja, aber jetzt geht's los. Zu Fuß mittlerweile über die A3 bei Köln schneller nach vorne. Ja. Ich glaube, wir sind vor 5,5 Stunden losgefahren. Wir haben jetzt für die Rückfahrt in der Tat 2 Stunden gebraucht. Ja, und wer erkennen können, sind wir wieder zu Hause. Der Grill ist angeschmissen, die Hunde sind versorgt. Da ist die Lotti. Wir haben gerade Hundeeis gekriegt, wir haben extra Eis für die Hunde hergestellt und Conny besorgt jetzt gerade noch ein paar kühle Getränke. Dann lassen wir den Tag ein wenig ausklingen und ich hoffe, dass euch dieser Nearly Daily Vlog gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich über ein Like, über eure Kommentare und denkt dran, uns fleißig zu abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Bis bald, eure Kirsten. Tschüss. Ach so, und das Video mit der Maxi gibt es die nächsten Tage, aber mache ich nochmal eine extra Ankündigung.